Hey, ich bin's wieder, Sebastian vom Autohaus Burmeister in Parchim. Ich habe euch heute den Seat Ibiza als ST mitgebracht. Das ist die Sonderausstattung Connect. Zu den Details Connect kommen wir gleich noch einmal. Wir schauen uns einfach mal die schöne rote Farbe an, die auffällig ist. Eventuell bist du eine Mutti mit einem Kind, die ein wenig Platz braucht, dann wäre das Auto das Passende für dich. Das Fahrzeug hat stylische Aluminiumfelgen, wie wir sehen, in 16 Zoll. Durch die Connect-Ausstattung haben wir auch eine Kontrastfarbe bei den Seitenspiegeln. Wir haben Dachreling in Aluminium. Die Seitenscheiben kommen, oder die hinteren Scheiben kommen natürlich durch die Tönung sehr schön zur Geltung. Durch die rote Farbe. Das Fahrzeug ist jetzt von 11.2015, hat 30.000 Kilometer gelaufen und einen leistungsstarken Motor von 81 kW, dementsprechend 110 PS. Schauen wir uns einfach mal den Kofferraum an von den Ibiza ST. Ganz leicht zu öffnen. Ich muss wirklich sagen, für einen kleinen Kombi ist der Kofferraum wirklich grandios. Ihr bekommt sogar eine Kinderkarre rein, falls ihr ein Kleinkind habt. Weiterhin schauen wir uns einfach mal, was vielleicht interessant ist, gerade bei den Kombi, die hintere Sitzreihe an. Also ist genug Beinfreiheit da. Wie wir auch sehen, was der Kollege gerade gefilmt hat, ist bei der Connect-Ausstattung die blauen Sitze und das Teilleder mit. Hier sehen wir auch nochmal direkt, es ist auch echt nur bei den Connect so, dass die Ausstellungslinie direkt draufgeschrieben ist. Schauen wir uns vorne einfach mal um und lassen uns auch innen überzeugen. So, angelangt im Seat Ibiza Connect von innen, muss ich wirklich sagen, er sieht wirklich sehr schön aufgeräumt aus. Die Sitze, die sind echt grandios, muss ich wirklich sagen. Das Teilleder und es ist auch wirklich sportlich. Also wenn ich jetzt drinnen sitze, muss ich wirklich sagen, ich habe einen sehr guten Halt. Schön natürlich auch das Lenkrad, das Leerlenkrad, auch angeordnet wieder hier links für den Bordcomputer die Knöpfe und rechts für die Bedienung des Radios. Wir haben ein Tempomat hier auch mit drinnen. Wir haben ein Sechsgang-Schaltgetriebe, eine Klimaautomatik und auch schon das große Radio hier mit drin, mit einem großen Display. Wir haben eine Freischwein-Richtung. Wir haben aber auch jetzt leider kein Navigationssystem Standard mit drin, aber wir haben die Möglichkeit, Apple Connect oder Android Connect zu nutzen. Das heißt, ihr habt hier eine USB-Buchse, da könnt ihr Handy anschließen. Und ihr könnt euer Handy-Display hier drauf produzieren. Also mich würde das Auto, wenn ich jetzt alleine wäre und hätte ein Kind eventuell, oder auch mit meiner Freundin, alleine reicht das Fahrzeug völlig aus. Wir kriegen viel rein und wir haben viel Stauraum. Mich hat das Auto überzeugt. Wenn euch es auch gefällt, meldet euch einfach bei uns. Euer Autohaus Burmeister. Bis bald.